Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 25. Juni. Heute haben wir dabei 1&1, Spotify, Apple, DJI und nochmal Tesla. Beginnen wir mal mit 1&1. Die haben jetzt vor Gericht verloren, und zwar vor Gericht in Koblenz, dem Landgericht Koblenz, denn die Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV hatte geklagt gegen 1&1 wegen irreführender Gestaltung der Online-Bestellung. In Deutschland gibt es ja die Routerbefreiung, also darf kein Router vorgeschrieben werden, freie Wahl. Und 1&1 hat in ihrer Bestellstrecke 3 Router zur Verfügung gestellt und man musste einen wählen, damit man überhaupt den Tarif buchen kann. Zwar gab es da auch einen Router bzw. ein Modem, was umsonst war, aber man musste trotzdem auswählen und es wurde suggeriert, dass nur diese 3 Geräte mit dem Tarif funktionieren. Das ist natürlich nicht so. 1&1 hat zwar argumentiert, ja, das würde wohl irgendwo auch in den FAQs oder Infos stehen und man könnte auch bei der Hotline anrufen und bekäme die Info. Das ist natürlich absurd, macht natürlich keiner. Und das Gericht hat das dann auch so gesehen, denn wenn die Bestellung, die Tarifstrecke gar nicht abgeschlossen werden kann, dann suggeriert das eben was komplett anderes. Und ja, so schaut es aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber ich glaube nicht, dass 1&1 dagegen vorgehen wird. Nächstes Thema, Apple und Spotify. Die streiten sich ja schon länger, mal hier, mal da auf der Welt. Unter anderem auch bei uns in Europa, denn Spotify hat Anfang dieses Jahres bei der EU eine Beschwerde eingereicht, dass Apple seine Monopolstellung ausnutzt, um von ihnen 30% für die Verträge zu kassieren, die innerhalb der App abgeschlossen werden. Und natürlich, dass Apple Music pushen kann, dadurch, ja, dass die eben keine Kosten dafür haben und natürlich auch Apple sind. Ja, da hat Apple sich nun auch geäußert und sich verwundert gezeigt, denn die 30% Abgabe für Abos, die würde nur im ersten Jahr gelten. Danach fällt die auf 15%, was halt immer noch 15% sind. Aber Spotify hat wohl komplett immer nur mit 30% argumentiert und gerechnet, was natürlich falsch ist. Und ja, mit der Monopolstellung kommt Spotify zumindest in Europa auch nicht so einfach durch, denn iOS ist auch bei uns nur auf knapp 25% aller Geräte installiert und Spotify hat auch mehr Nutzer als Apple Music in Europa. Also da geht es auf jeden Fall in die nächste Runde. Mal schauen, was da noch so passiert. Aber bleiben wir mal beim Thema Apple. Die haben nämlich jetzt die ersten freien Betas für iOS und iPadOS 13 ins Netz gestellt. Betas für Entwickler gab es schon länger, dafür muss man einen Entwickler-Account haben. Aber seit ein paar Jahren gibt es ja auch ab einem gewissen Punkt freie Betas, die sich jeder runterladen kann. Und jetzt ist es soweit. Man muss dafür einfach auch eine entsprechende Webseite gehen. Die ist natürlich im Artikel verlinkt in den Shownotes und lädt sich dort ein Configuration-Profile runter. Und dann weiß das jeweilige iPhone und iPad, dass es sich jetzt auch die Betas wie ganz normale Updates runterladen kann. Und dann könnt ihr damit rumexperimentieren und dabei gilt natürlich wie immer, installiert keine Betas auf Geräten, die wichtig sind für euch, sprich euer Haupt-iPhone oder sonst was und macht natürlich Backups. Ich gucke mir auf jeden Fall iPadOS an auf meinem iPad, das ist hier nur zum bisschen YouTube gucken in der Wohnung, da kann man auf jeden Fall mal eine Beta aus Neugierde installieren. Ja, und nächstes Thema, DJI. Ja, die hängen ja jetzt auch so ein bisschen drin in den ganzen Stress, den die US-Regierung mit Herstellern wie Huawei und ZTE hat. Und unter anderem wurde auch DJI schon vorgeworfen, dass sie ja mit ihren Drohnen über Amerika fliegen und theoretisch halt das ganze Land von oben fotografiert direkt nach China schicken können, was natürlich auch so ein bisschen absurd ist. DJI hat auch schon dafür eine Antwort parat gehabt und hat entsprechend gesagt, ja, es wäre ja nicht so und es gibt ja auch Sicherheitsmechanismen und die Drohnen würden nichts zurückschicken, was ich auch durchaus glauben möchte. Mal ganz abgesehen, dass die Drohne von sich alleine natürlich eh nichts schicken kann. Die ist ja gar nicht mit dem Internet connected. Aber Wege gibt es ja natürlich immer. Na, aber erstmal hat DJI gesagt, ja, ist nicht so. Aber ganz interessant, sie planen jetzt nämlich in Kalifornien
bestimmte Geräte, wie zum Beispiel die Drohnen, vor Ort zusammensetzen zu lassen und damit entsprechend auch mehr den Regularien des US-Staates Genüge zu tun. Und das ist dann ja praktisch der umgekehrte Weg von Apple, die ja halt in Kalifornien designen und in China zusammenbauen lassen, steht ja auf den ganzen Geräten. Und DJI würde dann in China designen und in Kalifornien zusammenbauen lassen, was ich schon witzig finde, ehrlich gesagt. Naja, schauen wir mal, wie es da passiert. Ich hoffe, die einigen sich, denn ich finde halt, ja, dass DJI eine gute Firma ist, gute Geräte macht. Und ich finde es schade, wenn wir alle drunter leiden müssten, wenn da jetzt zwischen Amerika und China weiter der Stress ist. Und letztes Thema für heute, Tesla. Die haben jetzt Steuererleichterungen bzw. eine Steuerausnahme, Aussetzung bekommen vom US-Staat für importiertes Aluminium aus Japan. Ja, das importierte Aluminium wird benötigt für die Batteriezellen, für die Akkus in der Gigafactory von Tesla in Nevada. Und die werden besonders gebraucht für das Model 3, aber auch für die Systeme Powerwall und Powerpack, wo man seine Energie zu Hause auch speichern kann. Und dafür müssen sie jetzt für ein Jahr, also es gilt erstmal für ein Jahr, entsprechend keine Steuern zahlen, keine Importsteuern, denn die Steuerbehörde Amerika hat dann gesagt, ja, Tesla kriegt das Aluminium auch nicht woanders, die brauchen das. Es gibt keine amerikanische Firma, die das für die herstellen würde oder andersweitig besorgt. Und dementsprechend hat Tesla ja auch Mitarbeiter, die dadurch ihre Jobs halten können. Und deswegen gibt es halt eine Ausnahme. Ja, nicht, dass Tesla es jetzt wirklich unbedingt nötig hätte, obwohl ja, Aktienkurs ist eben nicht so toll und Geld verdienen tun sie ja auch nicht, vielleicht haben sie es doch nötig. Naja, sei es dahingestellt, ich wünsche euch jedenfalls einen guten Dienstag, kommt gut in den Tag rein, schönen Schultag, wenn ihr Schule habt, schönen Arbeitstag, wenn ihr arbeiten geht, schönen freien Tag, wenn ihr frei habt. Bleibt positiv, wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.